Durch die Omikron-Welle geht man davon aus, dass sehr viele Arbeitskräfte auch davon betroffen sein werden und es vor allem für Infrastrukturdienstleister bzw. für kritische Infrastruktur auch eine Herausforderung sein wird. Wie bereitet man sich, Herr Oberst, in Salzburg auf diese Situation vor, wenn man an Stromversorger oder auch Verkehrsdienstleister denkt? Ja, unsere Infrastruktur ist eigentlich in vielen Lebensbereichen kritisch. Das beginnt jetzt bei der Stromversorgung. Auch natürlich der Gesundheitsbereich ist ganz ein wesentlicher kritischer Bereich, endet bei der Logistik, im Lebensmittelhandel und bei der Müllabfuhr. Also wir haben sehr viele Bereiche und die Kernbetriebe haben sich insofern schon vorbereitet, dass sie also selbst betrieblich sehr intensiv testen. Das ist einmal der eine Aspekt. Und auch das Personal so vorbereiten, dass man Gruppen hat, die man entsprechend auch einteilen kann, wenn es irgendwo stärker Infizierte gibt. Kann aus heutiger Sicht die Versorgung mit Strom und zum Beispiel Lebensmitteln sichergestellt werden? Also aus heutiger Sicht gehen wir davon aus, dass das alles klappen wird. Also unsere Infrastruktur ist sehr resilient, das heißt also, wir haben sehr viele Vorkehrungen, die also das am Funktionieren halten, davon gehen wir aus. Nicht nur Infrastrukturdienstleister oder Inhaber kritischer Infrastruktur müssen sich vorbereiten, sondern es sollte sich eigentlich auch jeder Einzelne vorbereiten. Was kann man konkret tun? Natürlich ist der beste Schutz für den Einzelnen die Impfung. Damit kann ich eine Erkrankung zum Großteil verhindern. Die Infektion nicht so sehr, also ich kann natürlich als Geimpfter auch ansteckend sein, das müssen wir akzeptieren, das ist so, aber vor Erkrankung schützt uns die Impfung. Daher der Aufruf, bitte geht impfen, spätestens jetzt das erste Mal und zum Boostern, wenn es soweit ist, wenn die zweite Impfung 4 Monate vorbei ist.